Der 155 Tonnen schwere Transformator kam per Bahn von Weiz nach Landeck und ist einer von drei Trafos, die für das neue Umspannwerk in Nauders der Austrian Power Grid APG bestimmt sind. Zwei weitere Transporte finden jeweils am Montag, 12. September und 19. September ab 21 Uhr statt. Die Transportabmessungen waren beachtlich. Gesamtlänge 66,78 Meter bei einer Breite von 4 Metern und einer Höhe von 4,80 Meter. Die ausgeklügelte Transportroute führte vom Bahnhof Landeck über den dortigen Kreisverkehr bis zur Übersetzung. Nachdem ein Zug passiert hatte, konnte der Transport an der Bahnübersetzung weitergehen. Ein Bahnschranken und die Abzäunung waren vorher entfernt worden. An der ganzen Strecke beobachteten zahlreiche Interessierte den Transport. Beim Autobusbahnhof musste über die Verkehrsinsel gefahren werden, die mit Platten abgedeckt war. Durch die Begegnungszone ging es zügig weiter. Bis zur Engstelle beim Schwarzen Adler und anschließend durch die Schlossgalerie weiter bis Ried und in der darauffolgenden Nacht nach Nauders.